Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Bus Simulator 2012 bei der Staffel 3. Nachdem wir, ja, die Gründe werde ich später hören, auf jeden Fall ist das jetzt nachvertont. Also ich habe hier mal auf Winter gestellt, genauer gesagt Dezember, und es ist gerade 4 Uhr früh. Und ja, weil es noch nicht geschneit hat, stelle ich jetzt auf Schnee um, genau. Dann gucke ich jetzt die Mail an. Hi Jochen. Und ja, also ich bin 7 Minuten zu früh gewesen, das war natürlich dramatisch, deswegen muss man erstmal eine Mail schreiben. Und ja. Stimmt, wir wollten jetzt hier den Schulbus fahren, deswegen habe ich den kleinen Bus gelassen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mit dem Großen zu fahren, also mit dem Gelenkbus. Hab's dann aber doch nicht gemacht, weil. Ja, weil ich nur die Schulbuslinie lieber zeigen wollte. Was ich da überhaupt zeige, ist fast richtig. Lichtenweide stimmt, aber meine Schule, die ich da gezeigt habe, so irgendwie, befindet sich. Woanders, sie befindet sich oben im Weberviertel, aber das werde ich alles noch sehen. So, dann haben wir den Motor gestartet. Bereiten den Motor vor und haben ihn auch schon gestartet. Was hatte ich ja eigentlich? Haben die Dachlungen jetzt zugemacht. Machen noch ein bisschen Temperatur hier drin an, dass wir uns nicht den Arsch abfrieren. Die Zusatzheizung machen wir an, also sprich die kleinen Elektroheizungen unter den Sitzen. Schieben die Karte rein und geben unsere Daten ein. Weil sonst müsste man nämlich die ewig lange Dienstnummer der Linie eingeben und die abzuschreiben dauert lange. Und ich meine, wenn man die Linie einfach später auch noch ändern kann, kann man sich das ersparen. Ja, meine Linie heißt X1, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, was man für einen Schulbus nehmen kann. Die Fahrt zur Schule fährt man einmal und das ist um 7. So sieht es dann von außen aus. Schulbus, Lichtenweide, Weberviertel. Das hat mir ganz hingepasst. Da denke ich, fahren wir jetzt gerade mal los. Achso, muss noch die Maus einstellen, also nee, die Lenkung. Jetzt aber. Dann drehen wir uns noch unsere Runde, um die Tür zuzumachen.
gestellt, weil zu wenig Schnee für meinen Geschmack da lag. Und wie ihr seht, wird jetzt auch schon, liegt jetzt auch nach und nach immer mehr Schnee da. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber anderen Simulationsspielen. Ja, ist gleich. So, herzlich willkommen zurück bei Bus Simulator. Also 1 Energie hat wahrscheinlich gerade mal wieder festgestellt, dass wir Strom brauchen. Ne, wir hatten gerade eine halbe Stunde Stromausfall und deswegen musste ich jetzt nochmal hierher fahren und ja. Zudem hatte Fraps auch schon irgendwie nicht mehr so ganz aufgenommen, also irgendwas hat nicht so ganz gestimmt. Ich habe keinen Kurzschluss verursacht, also nicht, dass jetzt hier irgendwelche blöden Kommentare kommen. Wir standen, glaube ich, als letztes, ich habe mir das Video kurz angeguckt, wir standen, glaube ich, letztes an der Kreuzung. Fand ich ein bisschen blöd zum Einsteigen. Deswegen habe ich hier mal gehalten an der Haltestelle. Ja. Denn wie ihr sicherlich mitgekriegt habt, habe ich den Teil jetzt vorneweg nochmal nachvertont, weil ich, einfach die Datei nicht gefunden habe, weil ich hier mit dem ganz einfach mit dem Windows Aufnahmeprogramm Dingsens da aufnehmen von Win 7 da und naja, man wählt ja nur mal am Ende aus, wo man hinspeichern möchte und naja, es hat jetzt alles nicht so funktioniert und deswegen weiß ich noch nicht, ob es wirklich nachvertonen, aber ich denke mal schon. Fraps hat zum Glück hier das so abgespeichert, deswegen sonst hätte ich ein ganzes bisschen nochmal drehen müssen. Das war schon erstmal gut, groß von Vorteil. Oh, meine Güte, ich gewöhne mich nicht an den Schnee. Könnten eigentlich mal gucken, wie viel Wechselgeld wir insgesamt haben. Wollte schon immer mal nachgucken, wie viel Wechselgeld wir auf die Reise mitnehmen. Wobei eigentlich Reise irgendwie der falsche Ausdruck dafür ist. Und ich sehe nichts. Nur doch lieber an der roten Ampel machen. Wir sind doch schon extra langsam gefahren. Mann. Die Straßen hier so steil bauen hier.
Naja, doch noch locker über die 100 kommen. Doch nicht. 96 Euro bloß. Sind wir richtig arm hier. Es lohnt sich ja gar nicht, den mal auszuhaben, die Bude hier. So, ich habe gemerkt, die Heizung auf voller Bude laufen. Das Ganze seit schon, weiß nicht wie lange, 5 Minuten oder so. Also geht schon von der Realistik her. 20 Grad wären jetzt schon eine Temperatur. Warum bin ich eigentlich gerade abgebogen? Bin ich irgendwie voll oder so? Na gut, wir können das hier gerade runterfahren, das geht auch. Meine Güte, ich darf nicht so viel labern. Ich muss so viel labern. Mann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und warum lenkt der Bus erst zu spät ein? Wir rauschen jetzt hier mal durch die Stadt. Oh, jetzt kriegen wir bestimmt wieder eine Drohungs-E-Mail. Erlaubst du dir nur? Die gemütliche Einfahrtzeit ist beendet. Ab jetzt wird es ernst. Mit dem Status Halbprofil lassen wir nicht mehr so schnell alles durchgehen. Mit anderen Worten, wir werden jetzt etwas genauer hinschauen. Betreten Sie unsere Verkehrsgesellschaft gut bei der Bevölkerung in Frankfurt. Ja, dann freut euch doch alle mal einen Keks. Gab's denn ja irgendwo noch die Statistik? Ah ja, hier war die Statistik. Statistik? Ach, das Fehlerprotokoll. Wie? Dann hab ich die Bordspannung ausgeschaltet. Oh ja, wir sind immer zu früh, das ist natürlich total schlimm. Wir sind 100% beliebt. Lul. Die Reifen drehen sich rundherum, rundherum. Ach so, die Uhrzeit. Müssen wir da noch mal ändern. Heb deine Kiste rum.